Outdoor Hesse hier. Heute mal zum Vatertag fahren wir wohin? Hey, zum Edersee. Ay, da schauen wir mal. Da wollen wir ein bisschen paddeln. Ja, angesagt wurde Regen, Outdoor-Wetter, Ruhrport-Wetter, aber wir haben zum Glück noch Outdoor Hesse-Wetter. Hey. Ja, noch, aber schauen wir mal. Wir haben ja noch 150 Kilometer bis Kassel. Jo, Leute, wenn ihr dabei sein wollt, bleibt dran. Wenn nicht, schaltet ab. Wisst ihr ja. Bis dann. Ja, wie immer sucht er halt was, ne? Und findet es nicht mehr. So, da haben wir unsere Zelte aufgebaut, weil es soll nämlich bald wieder anfangen zu reichen. Das kleine ist meins. Und das große ist eins. Leute, schaut zu, wenn der Micha arbeitet, er schwitzt. Nee, ich schwitze mal immer. So warm. Wo er sich ausstrengt, seit die Kameraden ist. Schneide ich eh. Ja. Genau, auch Filmer. Habe ich noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, was es ist. Es schmeckt eigentlich wie. Ja, wie Äpfel. Aber doch ein bisschen anders. Mal hier gehen wir auf die Eder mit unseren Kajaks, paddeln wir ein paar Stündchen. Dann kommen wir wieder zurück. Pass auf uns ohne. Was ohne? Ah ja, am Imbiss. Ne? Essen was schönes Schnitzel. Morgen, Tag Nummer 2. Unsere erste Übernachtung hier auf dem lieben Zeltplatz. Wie heißt der? Asel Süd. Ja, wie haben wir geschlafen? Halb gut, heute mein Knick tut weh. Ja, halb beschissen und mein Knick tut noch mehr weh. Gute Jungs und Mädels. Jetzt sind wir auf Wasser, auf der Eder und wollen Richtung Edersee. Schaut euch mal ein bisschen um. Da sind noch mehrere Leute. Und da ist der Micha. Winke mal. Mama, winki, winki. So, wie gesagt, wir paddeln jetzt erstmal ein bisschen, ein paar Meter und dann melden wir uns wieder. Bis dann. Holland. Gute. So, hier oben sieht man den Campingplatz Asel Süd. Das sind die festen Stellplätze und weiter hinten gibt es dann noch Zeltplätze oder für Wohnmobile, die so am Wochenende da sind. Leute, schaut her, einfach herrlich hier und momentan eine schöne Ruhe, wenn ich mal die Bubble halt. Ich habe gerade Leute erzählt, es wäre eine herrliche Ruhe. Ja.
So, da unten haben wir unsere Boote angelandet. Da haben Roland seins, da meins. Und da Roland seine Lieblingsbeschäftigung, Pause machen. Brötchen machen. Und was esse. Und erstmal einen Kaffee. Jetzt nur Käffchen. Käffchen. Ja, da hat er seinen Superkocher dabei. Da brauchst du gar nichts anmachen, der geht von ganz allein. Ruckzuck ist das Wasser heiß. Tropfstelle heiß. So, da haben wir heute unsere erste Päuschen. Kaffeepäuschen. Einen schönen Platz gefunden. Ich hab die ja nicht vergessen. Der Roland ist vergessen worden. Nee. Guck mal. Das war der Euro, den Euro hast du gegeben, hast du dazu gesagt, naja. Uns geht's gut. Rein. Hier, Outdoor Hessen geht's gut. Käsekuchen, Käsekuchen. Der Kaffee fällt dann noch. Summer Elite. Der versteckt sich in der Diplom. Geht gut gleich weg, den Kaffee noch nicht da, ne?
Du wolltest die Kamera schon endlich drehen. Das sieht gut aus. Oh, das sieht aus wie so ein Tunnel, wenn du da durch die Kamera guckst. Muss man von vorne machen, sieht geil aus. Das sieht ja cool aus, ich drehe auf dem Monitor. Hallo. Hallo. So, Roland, auf, steig mal ein, ich film, wie du rein plumpst. Vorher, nachher. Das wünscht er sich schon seit über einem Jahr, ja, ne? Aber es hat mir gefallen, nicht, ne? Das ist mir gefallen, ne? Mir fällt's neu. Bei dem sieht es schöner aus. Ja, ich wollte sagen, vergesst das Zeug nicht, ne? Bist schon ein Spielverderber, oder? Ciao! So, da haben wir unsere Kajaks mal aufs Auto gespannt. Der Weg war nicht so weit, wo wir eingekehrt sind. Jetzt lassen wir die mal ab und lassen sie trocknen. Was machen Sie da? Alter, das ist ein geiles System, oder? Der Roland ist nur am Schwärmen. Ja, hier, ruckzuck, zack, hau ich mein Ding hin. Da. Ne? Das ist mein Schlafstätte in Schweden. Ne? Das muss stimmen. Das muss stimmen, ja. Aber die Gummi ist jetzt geil hin, oder? Ich habe jetzt vier Stück abgespannt hin. Ach, hin, ja. Ah, ja, so soll es ja auch sein. Ja. So mach ich das ja auch immer. Und da hin, da hat er jetzt zwei Gummis dran. Einer am Tag, wo ist es da? Ja, dass sie ranziehen. Der wird der Papa nicht nass. Ne? Weil ein nasser Papa ist nicht schön. Ein babischer Sack, ne?
Sagt man in Hessen zu, ne? Sagst du das nochmal? Ein babbischer Sack. Ein Babsack. Ein Babsack. So, mach mal deine Hängematte ein bisschen leichter, ne? So, das mach ich mal aus. Gut. Bis später. Bis dann. Oder so, oder morgen. Oder morgen, ja. Oder zum Abendessen. Ne. Noch mal gucken wegen dem scheiß Loch, ne? Was für ein Loch? Also kein Loch drin, das ist nur das, die Membran oder Überdruckventil. Geht's noch ein bisschen schneller? Putz! Los! Ja. Ach, hast du mir gerade wohl die Schuhe das, das war mir so klar. Ich wusste es. So klar, wird Riesenbrot, ne? Topics, Haribos. Haribos. Das Futter der nachts um 10 Haribos, der Kerl. Zwei Stück habe ich heute Mittag, ne, gestern bekommen. Hat ja gereicht, oder? Ja. Vielleicht kriege ich ja mal ein Päckchen zugeschickt, wenn dummes alle weg ist. Jetzt sieht andere Leute noch in die Scheiße. Ja, das ist sogar Scheiße. Ja. Das sind Gummibärchen. Boah, das Rauchschwaden. Boah, das ist voll die Rauchschwaden vom Feuerwehr, geil. Das erzählt so. Ne? Ja, erzähl mal was. Ich kau der richtigste Zähler. Wieso? Ab 100 Gramm wird es undeutlich, nicht erst ja, ab. Ich hab jetzt 200. Ach so. Boah, was ein Qualm. Boah, Hammer. Wir werden eingeräuchert. So, also ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss für heute. Ne? Jo, wir sehen uns heute. Es ist schon dunkel. Schön, weil das Licht aufgeht. Mal ne? gucken, wenn wir aufstehen um 6. Und dann mal schauen, ob wir morgen nochmal was filmen. Oder Rückfahrt, oder Vorfahrt. Oder Vorfahrt. Gut. Also wie gesagt, macht es mal gut, Leute. Ciao, ciao. So, der Roland ist am Abbauen. Ich habe meinen Krempel schon weggepackt. Also Zelt und Luftmatratzen, Isomatten, keine Ahnung, Plan. Auto Hessen hier. Jetzt sind wir zur Rückfahrt von unserem geilen Wochenende an der Edersee. Ja, ich würde mal sagen, Fazit war schön, ne? Schönes Wetter hatten wir. Selbst am Vatertag hat es kein einziger Tropfen geregnet, wie die Nachrichten eigentlich gesagt haben. Ja, und gestern haben wir schöne Paddeltour gemacht. Habt ihr ja gesehen. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei der Rückfahrt. Ich wünsche euch noch alle da draußen, wie Mädels und Jungs, viel Spaß, ne? Macht's nach. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.